Willkommen aus München. Wir haben jetzt unseren zweiten Mini-Beamer jetzt schon hier, wie ihr sehen könnt, eingestellt. Hier auf dem Schreibtisch mit einem ganz kleinen Bild an der Wand, ungefähr 6 Zoll würde ich das jetzt sagen. Aber normalerweise nimmt man auch den Beamer ein bisschen weiter her als 30 cm von der Wand, um hier Inhalte darzustellen. Wie ihr sehen könnt, ich bin gerade in den Einstellungen, wo ich per Bluetooth hier intern eingebaut auch externe Lautsprecher ganz einfach verbinden könnte. Hier sind auch schon zwei in der Liste drin. Wir müssen einfach nach dem Gerät suchen oder ich drücke hier auf die Zurücktaste und bin automatisch in den weiteren 13 Einstellungen, die wir vornehmen können, wie zum Beispiel einfach den Stromsparmodus. Wir können die Fotos strecken, Video strecken und auch Musik Einstellungen hier vornehmen. Was allerdings spannender ist, ist einfach hier mal ein paar Sachen abzuspielen über Miracast, denn der Philips PicoPix PPX4350, ganz schön langer Name, aber ihr habt es ja im Titel schon gesehen, kostet mit seinen 400 Euro deswegen so viel, weil wir hier einen Miracast, also einen Wireless Display Adapter mit dabei haben. Hier könnt ihr den kleinen USB Adapter sehen, den hier einfach anstecken und dann können wir bei der Quelle auswählen, dass wir hier Wireless Displays benutzen wollen. Das ist praktisch, weil wir dann übers Handy oder übers Notebook mit einem Intel Prozessor oder hier bei den meisten neuen Qualcomm Geräten bei Smartphones uns einfach verbinden können und nicht so wie bei den alten PicoPix per USB Stick oder per direkten USB Anschluss arbeiten müssen mit limitierter Reichweite und Dateiformaten. So, also einfach auf die Quelle gehen, dann können wir HDMI wählen, hier ist der HDMI-Anschluss seitlich, den finde ich aber nicht ganz so spannend, deswegen Wireless Display. Und wie ihr sehen könnt, dann können wir uns einfach verbinden hier mit einem WLAN und Passwort oder wir suchen jetzt hier bei Windows 10 zum Beispiel einfach nach Wireless Display, klicken hier dann auf die Einstellungen und hier oben ist auch schon der Beamer, mit dem wir uns dann einfach verbinden können, indem wir hier kurz draufklicken und dann eventuell eine Fehlermeldung kommt, wie gerade, dass wir uns einfach nicht verbinden können. Das passiert manchmal leider. Was dann normalerweise hilft, ist, den Beamer nochmal an- oder auszumachen, aber wenn es jetzt am Notebook nicht geht, dann zeige ich es einfach am Smartphone. Hier sollte es per Share und Connect hier zum Beispiel hier unter LG ganz einfach funktionieren, indem wir auf Miracast gehen, das kurz anschalten. Und dann sollte uns das Gerät auch hier angezeigt werden. Ihr könnt auch schon sehen, wir haben das schon mal benutzt, deswegen werden wir auch automatisch verbunden. Und schon sind wir verbunden. Ein noch kleineres Bild, aber wenn ich das Handy drehe, dann wird das etwas größer. Und jetzt könnte ich alles, was ich normalerweise auf dem Handy mache, hier auch direkt an der Leinwand machen. Wie zum Beispiel, ihr könnt sehen, ich werde bald nach Berlin fliegen. Das ist jetzt in Google Now. Oder ich mache hier einfach kurz einen Film auf, indem ich auf Home gehe. Und dann dort entsprechend eine App öffne, die jetzt etwas langsam ist auf dem LG, es kommt manchmal vor. Und nehmen wir mal ein Instagram-Video. Das war, glaube ich, genau in Las Vegas. Und da kommt jetzt hier das Sound raus über Bluetooth von dem Beamer. Und ihr seht hier Leute, die Basketball spielen, zeitgleich auf dem Handy und auf dem Display, was ein kleiner Nachteil ist bei Miracast, dass ihr leider das Handy nicht ausschalten könnt, während ihr das abspielt. Also wenn ihr zum Beispiel hier eine Serie oder Film oder ähnliches abspielen wollt und dann einfach sagen wollt, ihr wollt jetzt auf dem Handy Akku sparen, weil an sich hier schaut ihr sowieso nicht auf dem Bildschirm hier. Sobald ihr das hier ausmacht, verschwindet da auch das Bild und ihr seht hier nur den Lock-Mode mit der Uhrzeit. Also wieder anlocken und dann könnt ihr weiterschauen. Präsentation, Fotos und ähnliches funktioniert natürlich genauso gut. Also ganz praktisch dieser kleine Beamer. Aber was ihr auch machen könnt, ist aus wirklich vielen Dateiformaten wählen, die ihr dann auch einfach per MicroSD hier anschließen könnt. Direkt intern auch PowerPoint und ähnliche Dokumente sind kein Problem. Und wenn ihr nicht Bluetooth verwenden wollt, hat es auch noch einen Kopfhöreranschluss. Hier dieser kleine Mini-Beamer. Wie ihr gerade merkt, wir haben auch das Zimmer nicht abgedunkelt. Rechts von mir ist ein Fenster, wo es zwar jetzt noch relativ schattig ist, aber 50 Lumen sind scheinbar genug, um dann hier auch schon entsprechend ein Bild darzustellen, was hell genug ist. Was ein kleiner Nachteil für mich ist bei dem neuen PPX 4350, dass das Bild relativ klein ist. Denn im Vergleich, wir haben einen älteren PicoPix hier, wenn ich das jetzt mal genau drauflege und drüber halte, seht ihr, das Bild oder einfach drunter ist fast 50% größer und zwar ist das hier der ältere 2330, der jetzt noch keinen Miracast konnte, kein Wireless Display, aber per USB und USB-Stick auch schon relativ viel abspielen konnte. Also das kann ich auch noch empfehlen, aber auch hier ohne Bluetooth, aber dann nur auch halb so teuer.
Das war's auch schon mit meinem Test, wie ihr dann zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren.